Jo, hallo Leute! Heute gibt's mal wieder das Training von der Woche, beziehungsweise das halbe Training, also nur Squats und Overhead Press, die schweren Sätze. Und Bankdrücken und Deadlift sind leider nicht dabei, habe ich auch nicht gemacht und deswegen gab's da auch nichts zu filmen. Beziehungsweise ich habe natürlich schon was gemacht, aber nicht richtig, nicht das, was auf dem Plan stand, weil ich es nicht machen konnte oder nicht machen wollte. Und Deadlift halt eben wegen meinem Rücken. Der kann halt nicht gerade sein in der Startposition und da möchte ich natürlich richtiges Kreuzheben machen, wenn ich Kreuzheben mache. Und deswegen nutze ich lieber die Zeit, um ein bisschen zu dehnen oder mache Rack-Pulls, die ich damit gerade im Rücken machen kann. Aber das Programm kann ich nicht durchziehen, weil ich halt eben kein richtiges Kreuzheben machen kann. Zu Bankdrücken, das konnte ich leider nicht machen, weil ich an dem Tag richtig scheiße drauf war. Also ich habe ja wohl nicht so gut vorher geschlafen. Dann habe ich mir auch noch gedacht, ach Gott, nimmst du keinen Booster? Das ist nicht so gut, wenn du die ganze Zeit so viel Booster nimmst und was weiß ich. Dann habe ich halt eben keinen genommen und dann in Kombination mit anderen Sachen hat das dann dazu geführt, dass das Training extrem scheiße war. Ach ja, genau. Es ist extrem kalt im McFit. Das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Also irgendwie 16, 17 Grad oder so, das ist übelst scheiße. Da muss man wirklich irgendwie mehrere Pullover anziehen, so hier habt, damit das irgendwie einigermaßen läuft. Sonst kann man da gar nichts machen. Und an dem Tag habe ich halt gedacht, ja, irgendwie, ich weiß nicht, trainiere ich in kurzer Hose und in Stringer. Und entsprechend, man wurde überhaupt nicht warm und ich war so fertig. Die Kälte und dass ich keinen Booster drin hatte und nicht gut geschlafen habe, ey. Ich bin fast auf der Handelbank eingeschlafen beim Bankdrücken und deswegen war das halt mega für den Arsch. Ich habe dann einmal den Satz probiert, habe statt 4 Wiederholungen nur 2 geschafft und dann habe ich gedacht, ja, scheiß drauf. Dann habe ich mir auch irgendeinen anderen Gedöns gemacht, aber also Bankdrücken deswegen ging nicht. Overpress ging aber super. Bis zum nächsten Mal. Ciao.